Willkommen, meine Lieben, wieder zurück auf meinem YouTube-Kanal. Viele von euch haben gefragt, wie bist du eigentlich zu Berlin Tag und Nacht gekommen? Puh, das ist eine verdammt gute Frage. Also ich muss ehrlich zugeben, ich wusste, dass es diese Sendung Berlin Tag und Nacht gibt, aber ich habe sie ehrlich gesagt nie groß verfolgt. Weil zu meiner Zeit am Olympiastützpunkt, wo ich noch aktiver Sportler war, habe ich den ganzen Tag trainiert, war dann abends essen und war dann wirklich froh, wenn ich dann mal ins Bett gefallen bin und schlafen konnte. Also wirklich Fernsehen geguckt habe ich nicht. Auf jeden Fall 2018 gab es die Möglichkeit, bei einer RTL-Show mitzumachen, die hieß Showdown, die Wüsten-Challenge, die ich dann auch gewinnen konnte in meiner Gewichtsklasse. Und da sagten damals schon die Produzenten und Beauftragten von der RTL, Mensch, du kommst vor der Kamera eigentlich ganz gut rüber, hättest du nicht Bock, ein bisschen mehr zu machen? Da habe ich gesagt, naja, ich könnte es mir vorstellen, wieso eigentlich nicht? Naja, und auf jeden Fall hat man mich ein Dreivierteljahr später bei Köln 5667, wahrscheinlich falsch gesagt, auf jeden Fall haben die mich angefragt. Und dann sind wir uns vertraglich halt nicht übereingekommen und habe ich abgesagt. Naja gut, wiederum. Wenige Monate später kam eine Anfrage von Berlin Tag und Nacht. Hey, wir haben jetzt gerade eine Rolle kreiert, den Mike, und der würde vom Profil her ziemlich gut auf dich passen. Dann habe ich gesagt, naja, alles klar. Wenn wir uns so grob über... Es muss ja auch vertraglich immer irgendwie passen, weil ich war angestellt im öffentlichen Dienst, habe dort meinen Sport gemacht, habe dort meine regelmäßigen Einkünfte gehabt, weil du musst ja auch von irgendwas leben. Von daher habe ich gesagt, wenn wir uns grob über alles Vertragliche einigen können, dann ist das durchaus interessant für mich. Also bin ich zum Casting eingeladen worden mit, ich glaube noch drei andere waren da, die auch für die Rolle gecastet wurden. Hab meinen Spielsohn, den Connor, Jakob Grün, kennengelernt. Und ich muss sagen, es hat sofort gepasst. Und ich habe ja mich nie so richtig mit dieser Berlin-Tag- und Nacht-Sache beschäftigt und war überrascht, wie professionell alles ist. Also da ist ein richtiges Filmset und ich hatte nie so eine richtige Vorstellung, wie denn sowas überhaupt abläuft, weil ich komme nicht aus dem Showbusiness. Casting hat gut geklappt, ich fand alle nett, die fanden mich auch alle nett und wenige Tage später gab es dann den Anruf, hey Philipp, also von uns aus lieben gern, wenn du dabei bist, dann freuen wir uns, dich begrüßen zu dürfen bei Berlin Tag und Nacht als in der neuen Hauptrolle Mike Riedel. Alles klar. Und dann musste es alles ganz schnell gehen. Weil ich hatte noch einen bestehenden Vertrag bei der Bundeswehr. Der musste aufgelöst werden. Mit Händeringen und gut zureden hat das auch alles geklappt. Und dann bin ich innerhalb von, ich glaube, 4 oder 6 Wochen aus meinem Vertrag rausgekommen und habe dann mein neues Leben, muss man so sagen, in Berlin angefangen. Und spiele jetzt seit 17. Juli die Rolle Mike bei Berlin Tag und Nacht. Hat sich mein Leben dadurch verändert? Ja. Auf jeden Fall, aber das ist erstmal ein anderes Thema. Bereue ich es auf gar keinen Fall. Es macht mir unglaublich viel Spaß und ich würde es auch nicht machen, wenn es mir keinen Spaß machen würde. Weil ich bin jemandem im Leben, Geld ist nicht alles. Es ist natürlich eine Voraussetzung, um seinen Lebensstandard zu halten. Aber ich mache nur das, was mir Spaß macht. Und das macht es jetzt gerade in meinem Leben auf jeden Fall. Ja, so bin ich zu Berlin Tag und Nacht gekommen und bin hoffentlich auch noch eine ganze Weile dabei. So, ich freue mich, dass ihr wieder dabei wart. Wenn ihr... Und davon gehe ich aus, weil ihr schaltet ja bei mir ein. Mehr wissen wollt zu meinem nächsten Thema, dann lasst mir bitte einen Daumen hoch da, mir und Jonas. Kommentiert, abonniert und dann sehen wir uns ganz bestimmt beim nächsten Mal wieder.